wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Hilger, Stereo Trader Entwickler, aber auch Trader. Und ja, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wieder ist ein Monat vorbei. Heute ist der 1. April. Mal schauen, ob der Markt heute ein April-Scherz mitbringt oder nicht. Aber ich glaube, die Voraussetzung ist ganz gut, dass heute was passiert. Ich freue mich, dass Sie wieder live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wie immer schauen wir uns direkt mal den Risikohinweis an. Denn ja, unabhängig vom Inhalt heute und eventuell macht der Dirk den einen oder anderen Trade, werden wir sehen, müssen Sie aber Ihre eigene Entscheidung treffen. Und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, so, dann übergebe ich jetzt den Bildschirm. Lieber Dirk, wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch ein bisschen Spaß. Ich habe garantiert irgendwas vergessen. Moment, genau, hier nicht stören, erstmal überall einschalten, damit hier nichts irgendwo aufploppt. So, Bildschirm 2. Sollte der richtige gewesen sein. So, ja. Moment, kurz den Bademantel noch zumachen und dann können wir auch direkt dann loslegen. Sehr gut. Alle sind still. Ja, so soll es ja auch sein. Du sollst ja immer ein bisschen schwitzen, wenn wir zwei das zusammen machen. Gut, dann sage ich an der Stelle auch mal hallo und herzlich willkommen hier heute zu den NFPs mit dem Nelson und meiner Wenigkeit. Und ja, freue mich natürlich, dass ich das wieder mache. Das letzte Mal ist es ja, glaube ich, ausgefallen. Das letzte Mal, da war ich dann persönlich etwas verhindert und deswegen konnte das nicht stattfinden. Aber jetzt machen wir das halt nochmal. Wir hatten ja auch zwischendurch mal Live-Trading. Letzte Woche Dienstag war das, glaube ich. Das war eigentlich auch ganz nett. Und was, die Frisur sitzt nicht. Besser geht's nicht. Also ne, wenn die Haarmenge begrenzt ist, und dann ist die Auswahl an Frisurmöglichkeiten nicht so hoch. Ja, auf jeden Fall, letzte Mal, das war ja, glaube ich, auch ganz okay bei dem Live-Trading. Gucken wir, was das heute wird. Und ich habe ja im Blog schon ein bisschen was dazu gesagt, beziehungsweise geschrieben. Aber ich gucke mir das jetzt einfach mal hier mit euch zusammen an. Wie der Nelson auch schon gesagt hat, ne, immer ganz wichtig, wenn ich irgendwie einen Live-Trade finden sollte. Ich gehe mal so ein bisschen davon aus, dass das passieren wird, bitte nicht einfach blind nachmachen, außer wenn man die gleiche Idee hat, darf man sich natürlich dann gerne irgendwo da sich noch ein paar, soll ich das sagen, ja, bestärkt fühlen, will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber eher dann halt vielleicht noch Überlegungen, die ich dann halt anstelle, vielleicht mit einfließen lassen und wenn das passt, why not? So, ich gehe mal rüber aufs große Bild, auf den Daily jeweils im nur gucken, ob ich unten den richtigen Titel drin habe. Ja, aber ist so. Jeweils im DAX und im DAU. Also DAX hatte ich gestern ja auch im Blog geschrieben. Also ihr könnt übrigens natürlich immer gerne hier auch irgendwie zwischendurch was posten, sei es zum Markt, sei es zum Wetter, was auch immer. Ich lese das immer mal so zwischendurch mit und greife dann natürlich auch gerne dann auch mal was auf. So dass es hier nicht so ein langweiliger Monolog wird. Dafür haben wir ja hier die Kommentar- bzw. Chat-Funktion. Und damit wir da halt auch ein bisschen miteinander sprechen können. Also, ich fange mal ganz kurz mit dem DAX an. Wir haben ja noch ein paar Minuten, bis die ganze Geschichte losgeht. Noch 10 Minuten. Also hier DAX Daily. Da hatte ich ja grundsätzlich gesagt, ne, gestern war das halt, also beziehungsweise ich muss ein bisschen weiter ausholen eigentlich. Also ich habe die ganze Zeit hier diese 14.807, die hatte ich die ganze Zeit schon im Auge. Die hatte ich, ich glaube, die finden sich in meinem Blog irgendwie jeden Tag, so lange, bis das Ding dann endlich auch erreicht war. Und wo ich ja gemeint habe, dort muss er sich dann entscheiden, was das Ganze werden soll. Hängt natürlich so ein bisschen damit zusammen, bei mir natürlich hier ganz klar, wenn man das mal ein bisschen zusammenzurrt hier, an der Stelle sieht man schon ganz deutlich, ich kann jetzt hier nicht automatisiert Trends einzeichnen, weil wir dann mit unserem Add-on noch ein bisschen rumkämpfen. Aber wenn man hier mal so ein paar Linien zeichnet, und dann sieht man ja natürlich schon relativ einfach, womit wir es hier zu tun haben, nämlich mit einem Short-Trend. Ne? Jetzt erstmal halt eine Etage drüber gesehen. Das heißt, wir haben halt hier, ich kann nochmal einfach die Geschichte hier anmachen. Ne? Also hier tief, tief, dann halt hier ein tieferes Tief gegenüber dem. Ne? Und dann hat hier die ganze Geschichte gebrochen
Und genau da stehen wir jetzt halt eigentlich, ne? Das heißt, beim letzten gebrochenen Tief von den Aufwärtswellen, die wir hier oben noch hatten. Und deswegen war die 14,8 und 7 halt auch wichtig, weil grundsätzlich gilt ja immer so ein bisschen das Prinzip, ne? Was vorher Support war, wird nachher Widerstand. Das heißt, wir sind da einmal runtergeklatscht und gucken uns die ganze Geschichte jetzt von oben an. Von daher ist es eigentlich jetzt hier eine vollkommen normale, natürliche Reaktion, dass er hier erstmal runter ist. Ich hätte ihm schon zugetraut, dass er noch bis dahin geht, wo tatsächlich jetzt zufälligerweise der Pfeil ist, also noch eine Etage höher, also ein bisschen weiter da reinlaufen und dann halt mit größerem Schwung nochmal runter. Hier unten ist eine grüne Zone, das war halt auch so ein Cluster hier, das sind alles Tageskerzen, ne? Also im Daily, das heißt hier auch Widerstand lange gebraucht, irgendwie drüber gezogen und nicht wieder dahin gelaufen. Fehlt auch. Hier, also hier so ein Rücksetzer dahin. Und da haben wir halt auch den SMA20 im Daily, den darf er gerne mal von oben angucken. Und deswegen, das ist erstmal so das große Bild. So, jetzt zu gestern und heute, da habe ich ja gesagt, er kann natürlich hier einfach einen Dip unter die 500 machen. Ein Dip, ja. Aber sollte aufpassen, dass er nicht drunter schließt, weil dann besteht die Gefahr, dass wir wieder ins große Bild zurückfallen. Und jetzt hat er genau das gemacht. Das heißt, er hat hier gestern mit dieser Kerze, hat er unter der 14.500 geschlossen. Weshalb ich jetzt eigentlich mal davon ausgehe, zumal der Schlusskurs halt tief ist, ja, dass wir heute ganz genau die Geschichte, wo wir jetzt stehen, die 511, nochmal von unten angucken. Das steht auch in meinem Blog. Das heißt, da sind wir jetzt auch gerade. Und dann könnte der eigentlich auch dann da runterziehen. Ja, das wäre so meine Lieblingsrichtung, meine präferierte Richtung, was er gerne machen darf. Ja, weil das hier hat nicht gehalten, das zu bestätigen, da drin geschlossen, könnte halt schon sein, dass wir da halt jetzt einfach nur hier oben ein bisschen rumzuppeln und dann halt entweder mit den NFPs oder nachher mit der Markteröffnung von den Amis dann halt einmal darunter dippen und uns dann den Anfang von diesem Ausbruch angucken. Und das ist eben die grüne Zone hier. Und dann kann er von mir aus auch wieder hier drüber schließen. Also das wäre so mein Wunschszenario. Das ist natürlich immer so ein bisschen vermessen, dann halt irgendwie zu sagen, ja, genau so und so soll die Geschichte laufen. Aber man muss ja irgendeine Idee haben, was der Markt machen könnte und dann halt sehen, ob er die Idee eben aufnimmt. Also das heißt, also da am liebsten halt hin. Das wäre so mein Lieblingsfahrplan. Und das wäre dann halt eben auch gleichzeitig der Anfang, kann man hier mal ein bisschen genauer einzeichnen, dann auch von dieser Kerze. Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Ja, das heißt, hier, da würde ich gerne irgendwie hinkommen. Orientierung natürlich im Daily, weil immer wenn die Richtung ein bisschen oder wenn der Wumms ein bisschen größer wird, sollte man irgendwie nicht im zu kleinen Timeframe agieren, sondern eher eine Etage höher gehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die NFPs heute irgendwie viel Bewegung bringen oder nicht. Das wird man halt sehen müssen. Aber das hier fehlt mir da unten auf der Seite noch so ein bisschen. Und das ist eben mein Trigger, wo ich sage, damit steigt meine Wahrscheinlichkeit, dass wir heute eher eine Reaktion nach unten noch kriegen werden, als jetzt arg weit nach oben, ne? Weil wir hier halt eben mit dieser Kerze da drin geschlossen haben darunter. So, was ich halt auch gesagt habe, das bereitet mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bei dieser ganzen Geschichte und das steht auch leider dann so ein bisschen im Widerspruch dazu. Das ist der DAO. Dem DAO hatte ich nämlich gesagt, dass die 34.800 noch relativ frei da liegen und da kann der auch gerne hin. Und dann darf er aber auch gerne wieder hochziehen. So, jetzt sehen wir halt dort, er hat genau das gemacht, 14.800 exakt gestern dort geschlossen. Das kann jetzt irgendwie ein Punkt drüber oder drunter sein, ja. Aber daran sieht man halt schon, dass die Einschätzung generell halt schon nicht so falsch war. Wobei ich natürlich auch gesagt habe, entweder rauf oder runter, wer zuerst kommt, verliert. Das heißt, wenn er zuerst hier raufgelaufen wäre in die rote Zone, dann hätte ich eher darauf getippt, dass wir von dort dann halt nochmal die 14.800 anlaufen. Und dann hätten wir natürlich auch wesentlich mehr Schwung nach unten. So, das Problem ist hier, dass wir gestern drüber geschlossen haben über der 14.800 und beziehungsweise drauf. Und deswegen ist die Reaktion, die wir bis jetzt sehen, ja, ist halt leider völlig plausibel, nämlich dass er eben nicht runter geht. So, und der DAX soll runter und der hat hier erst noch auf der Oberseite was zu tun. Das könnte die ganze Geschichte jetzt so ein bisschen schwierig machen. Hätte der DAO jetzt auch noch ein bisschen tiefer geschlossen, nämlich auch hier in diesem blauen Bereich, ne, der hier in blau eingezeichnet ist, also in diesem ehemaligen Widerstand, dann hätte ich gesagt, kein Problem, dann rutschen wir direkt von der 14,8 hier eine Etage tiefer und gucken dann hier auch mal, was auf der Unterseite fehlt
Und das ist nämlich dann genau dieses Cluster. Also hier, wo man auch sieht, im Daily die ganzen Hochs immer wieder Widerstand, Widerstand, Widerstand. Das wäre unter 34.172. Also da ist halt auch wiederum der SMA 20 im Daily, der würde wunderbar dazu passen, dass wir von dort einmal halt dahin rutschen. So, jetzt weiß ich allerdings, wie gesagt, nicht, wie das jetzt heute funktionieren soll, weil wir für meine Begriffe gestern ein bisschen zu hoch geschlossen haben. Das heißt, man kann jetzt hier versuchen, zum Beispiel zu sagen, na gut, hier ist halt diese letzte Aufwärtsbewegung Daily, ist noch so ein paar Punkte höher auf 34.931. Ich gebe das auch mal gerade frei im Live-Chart. Das habe ich, den Daily habe ich ja die ganze Zeit offen. Also für diejenigen, die auch keine Lizenz haben, die können derzeit auf den Daily zugreifen. Also die 931. Das muss natürlich auch nicht punktgenau sein. So, aber das heißt, so ein bisschen Fail rauf kann er schon machen. Nur vielleicht nicht wieder zu hoch, nicht wieder auf die 35.089, die ja auch vorgestern ja auch ein Thema war, auch nochmal drin stand. Das wäre mir ein bisschen zu stramm. Also einmal die 930 fein und dann bitte wieder rückwärts. Und dann wäre ich da auch dabei mit einem Trade, wenn man den halt vernünftig abpassen kann. So, mal gucken, wie das in H1 dann aussieht. Also hier ist so die kurzfristige Betrachtung, was hier natürlich extrem ins Auge fällt, das ist halt diese lange Abwärtsbewegung hier, ne? Also das Ding hier. Also dieser Außenstab, nichts anderes ist das ja. Kann man ja mal kurz markieren, damit man das auch mal ein bisschen besser erkennt. Der hat natürlich das leider noch ein bisschen mehr Platz, ne? Das heißt, der geht tatsächlich bis auf die 35.068 darauf. Und grundsätzlich so ein Geschiebe im Außenstab ist halt nichts, was wehtut. Ne? Also das heißt, es ist eigentlich normal, dass der halt da nochmal halt komplett abgeeiert wird und dann halt nochmal die ursprüngliche Richtung einschlägt. Das heißt, hier hätten wir dann leider dann doch ziemlich viel Luft nach oben noch. Das macht die ganze Sache jetzt tatsächlich schwierig. Also würde der jetzt schon hier oben stehen, kein Problem. Aber das sind halt nochmal 200 Punkte bis darauf. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Pappenstiel. Ne? Von daher muss man da, glaube ich, ziemlich genau gucken, was der Markt da halt gleich treibt und ob man den da abgefangen kriegt oder halt eben nicht. Ne? Also klar, wenn wir jetzt direkt drauflaufen, die 200 Punkte am Stück, dann würde ich natürlich bei der 068 dann da oben auch dagegen halten. Wobei natürlich auch wiederum gesagt werden muss, ich sage, ich würde, heißt das nicht, ich würde an eurer Stelle, sondern ich würde das machen. Das ist also ganz klar keine Empfehlung. So, ich gehe mal kurz rüber aufs andere Bild, gucken, dass ich da alles richtig eingestellt habe. Was sind wir hier? DAO, genau. Moment. So, müsste aber passen. Das heißt, da sollten wir dann jetzt auch gleich was sehen. Das heißt, wir haben noch irgendwie 45 Sekunden, bis die Geschichte hier losgeht. Man sieht jetzt schon halt wieder, ne? Also hier das Orderbuch an der Stelle, das wird jetzt schon dünn, das wird gleich noch viel dünner. Und hier unten sehen wir jetzt das, was ich eben im Live-Chart eingezeichnet habe. Ne? Also das rauf bis zur 06, wo war das? 082. Und hier oben ist es im Daily, den habe ich hier unten, ist es die 089. So, da jetzt long mitgehen, falls er das machen sollte, nach oben, das könnte haarig sein. Ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt wirklich mal gucken, was der Markt jetzt hier uns irgendwie direkt zu bieten hat. Würde auch dann, wenn ich hier einen Trade irgendwie erwischen sollte, relativ schnell absichern. Das heißt, ein Break-Even-Safe, Trail aus, 25 Punkte Stop wird wohl eher nicht unbedingt reichen. Aber bis jetzt ist das Ganze sehr überschaubar. Ich setze mal vorsichtig mal eine Stop-Order hier oben hin. Also eine normale allerdings. Also keine MIT-Order, sondern ganz normale. Mit einer natürlich auch, wie man sieht, absolut überschaubaren Größe. Wobei das hier, haben die NFPs vergessen oder was ist da, was passiert da? 431.000 gekommen, erwartet waren 490.000. Passiert denn nichts? Was ist das denn? Oh, das war natürlich sehr illiquid. Genau das Hoch erwischt, ist natürlich schön.
Das natürlich jetzt, weiß nicht, zucken die Kurse wirklich so doof oder ist es jetzt nur gerade bei mir so? Und das war ja wirklich tatsächlich irgendwie gar nichts gerade. Weil ich hätte jetzt schon getippt, dass wenn ich da halt wirklich auf den Punkt da oben gefüllt werden und dann halt irgendwie das Ding direkt wieder runterzuckt in einer Viertelsekunde, das ist ja komplett abgefahren. Also ich mache den zu, das ist irgendwie das ist merkwürdig, gerade was da halt irgendwie wieder gerade läuft, beziehungsweise nicht läuft. Finde ich schon sehr, sehr befremdlich gerade. Weil normalerweise hätten wir da schon irgendwie eine ganz andere Bewegung gesehen, beziehungsweise sehen müssen. Und dass wir jetzt hier direkt runterfallen. Das ist schräg. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum denn long, wenn du eigentlich runter willst? Ja, weil das, ein Stückchen kann ja da schon noch irgendwie machen nach oben, ne? So einen kleinen Fehlausbruch, aber das ist nicht ein Punkt hier. Das ist ein bisschen sehr traurig. Ich würde den auch nochmal machen. Ich lege den nochmal da oben hin. Ich wollte jetzt nur nicht, ne, ich habe jetzt hier lieber die 15 Punkte hier negativ realisiert, als mich jetzt hier irgendwie 100 in die Tiefe ziehen zu lassen. Also lieber mal kurz warten und dann lieber noch mal reingehen, als da jetzt halt irgendwie dagegen halten. Ne? Aber das ist ja, das sieht aus, als hätte man irgendwie vergessen, die Zahlen rauszubringen. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das? Vor allen Dingen, dann kann man ja gar keinen Trade irgendwie vernünftig absetzen. Kriege ich ja, setzt ja Fremdschämen ein. Was man jetzt hier halt auch sieht im H1, das ist eben wie gesagt die Geschichte von vorhin, also die ich da eingezeichnet habe, die Range klebt jetzt hier irgendwie am. Auch im SMA 20, da halt irgendwie rum, der aber halt eben auch nach unten hängt. Das heißt, der sollte nicht allzu viel Support bieten. Bin gespannt, was das hier werden soll. Also die 800, die kann man wahrscheinlich nochmal machen, falls er die jetzt nochmal anlaufen sollte, weil mit dem bisschen, was da jetzt irgendwie dahinter steckt, das ist ja irgendwie gar nichts. Also vor allen Dingen bei der Bewegung, ne, hat man ja gerade gesehen, das ist natürlich dann auch gefährlich, ne, weil wenn ja da irgendwie gar nichts kommt, da gibt es eine schnelle Zuckung rauf runter, das war's dann. Das ist halt, mein Illiquide ist ja alles gut und schön, damit kann man ja umgehen. Ne. Aber halt eigentlich ist es dann so, dass halt der Markt die ersten paar Sekunden halt, die sind mal kurz ein bisschen sehr illiquide und dann normalisiert sich das aber auch relativ schnell wieder. Ne. Und dann kommt ja auch was hinterher, aber was ist das? Ich habe noch nie solche NFPs gesehen. Tatsächlich noch nie. Tja, was der Dow hätte es ab. Ja, hätte Fahrradkette, ne? Ach, das ist, verstehe ich noch nicht. Was ist das denn hier? Finde ich ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Ich meine, klar, gut, 15 Punkte minus ist jetzt erstmal nicht lustig, aber das hier ist irgendwie befremdlich. Nelson, was sagst du? Habt Ich oder sag mal, die großen schickt ihr Fische schreibt der FXL Manuel hier keine auch. Kurse? Ne, wir sind noch nicht im Wochenende. Der Manuel schreibt hier, die dicken Fische sind schon am Wochenende. Aber ich meine, NFPs. Ist ja jetzt nichts Neues, was da ja jetzt gehandelt wird. Ne? Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. So ist das ja nicht. Und da könnten wir nie NFPs machen. NFP Trading. So, das heißt, wir klemmen jetzt hier. Ich weiß gerade nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll. Bin So, wie gerade. Bitte was? liebe Teilnehmer, merken Sie sich den Termin, der Dirk Helger ist sprachlos. Ja, das ist. Was ist das? Meine, was wir jetzt hier sehen, ich versuche hier gerade irgendwie einen Timeframe zu finden, der irgendeinen Sinn ergibt. Ne?
Also ich meine, der H1, gut, der bremst hier unten vor dem letzten Low von dieser Kerze von irgendwann, heute Morgen, die so ein bisschen länger geraten ist. Wobei lang war da heute noch gar nichts. Der M5, ja, dreht im Kreis. Und der M15, das ist jetzt so der einzige, der hier jetzt noch was reißen könnte. Indem der nämlich hier nochmal auch, also das ist natürlich jetzt ganz simpel gedacht, ja, indem der halt einfach hier diese Ursprungsbewegung nochmal aufnimmt. Innerhalb der nächsten 9, 8,5 Minuten, bis der M15 eben dann fertig ist und dann nach oben rauszieht. Das ist so das Einzige, was mir da auffällt. Das heißt, wenn man dem halt nachgehen würde, also ich mache hier wirklich mit ganz kleinen Positionen, ich will hier nichts irgendwie großartig riskieren, zumal halt die Vola als auch die Liquidität ist, die verursacht bei mir, wie gesagt, das ist ja so ein Fremdschämen, was da gerade irgendwie schon fast einsetzt. Für den Markt. Ich warte ja die ganze Zeit noch drauf, dass gleich halt irgendwie so da die Glocke kommt. April, April, jetzt fangen wir an. Machen heute mal 5 Minuten später. Aber die kommt irgendwie nicht, ne? Irgendwie passiert da halt nichts. So, und ich denke mal, die ganze Zeit muss doch jetzt irgendwann mal hier losgehen. So. Tut's aber nicht. Tut's ganz einfach nicht. Okay, Es wird Dirk, jetzt. gibst du, wir haben dich in eine Extragruppe gepackt. Das ist unser Ja, ich Aprilscherz für merk's. dich. Und ihr habt mir einen anderen Markt hier rüber geschickt. Wahrscheinlich ist der Dow gerade schon irgendwie 500 Punkte in zwei Richtungen gelaufen. Und ihr habt mir hier, Ja, weiß der tatsächlich Kuckuck. handelst du gerade Dogecoin. Bitte was? Dogecoin handelst du tatsächlich gerade. Du siehst Ja. nur, denkst, das ist der DAO. Ja. Nein, also weil es auch hier im Chat geschrieben wird, FX-Wett hat natürlich sich keinen April-Scherz erlaubt. Das ist tatsächlich der Markt gerade. Das sieht echt aus wie ein April-Scherz. Das ist wirklich total heftig. So, ich versuche halt hier, ne? Also, das ist jetzt wirklich einfach nur der Ansatz. So, irgendwann wird doch hier mal irgendwie irgendwas aufgehen. Versuche jetzt hier die einfachsten Muster zu erwischen, weil das ist die M15, ist der einzige neben dem H1, der jetzt hier noch Sinn macht, dass die ganze Geschichte einfach wieder auf Anfang zurückläuft, hier oben an dem POC. Und dann war alles erstmal nur ein Scherz. So, und dann ist ja gut. Und dann kann man ja immer noch sehen, was man dann daraus macht, ja. So, das ist jetzt das Einzige, was ich hier erkennen kann. So, aber ob das jetzt funktioniert, das ist gute Frage, nächste Frage. Und das ist der nächste Fill am High wird, dann ja, bin ich beleidigt. Der jetzt nicht wenigstens mal zurückläuft da auf Anfang. Also hier oben hin nochmal, ne? Da wo halt, da wäre halt der POC. So. Gute Frage. Hier könnte man jetzt allerdings, wenn er da unten hingeht, ne, also jetzt hier an das Value Area Low, dort wäre denn jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man dort jetzt mal versucht, dann auch irgendwie noch einen dazu zu packen. Weil bei der Liquidität, die wir hier sehen, wäre es schon merkwürdig, wenn die es schafft, sich aus der Value Area rauszudrücken. Ne? Also Value Area ist ja einfach nur, ja, wo heute 70% des Volumens gehandelt wurden. Und wo der Markt sich ja dann auch in der Regel erstmal konzentriert, ne? Wenn das Volumen, also wenn jetzt nichts Nachhaltiges kommt und das Volumen halt nicht ausreicht, um irgendwie mehr draus zu machen, und da wäre das halt schon so der Bereich, wo er sich dann einpendelt und wenn eben keine klare Richtung mit Volumen irgendwo kommt und dann laufen wir halt in der Regel auch wieder zurück an Point of Control, also dort, wo halt bis jetzt heute das meiste gehandelt wurde, ne? So, das wäre halt dann der Ansatz hier, ne? Und deswegen halt, wenn der jetzt hier runterkommen sollte, also auf das VRL, ja, das fände ich jetzt, glaube ich, nicht so tragisch, da nochmal irgendwie dann auch eine dazu zu geben, wenn er das macht. Nur weil das ansonsten einfach insgesamt zu dünn ist, was halt hier gerade passiert. Und das würde, wenn er das jetzt macht, dann eben auch dazu passen, dass wir halt hier im M15 dann nochmal da hochziehen. Ja. Eben in die letzten 15 Minuten, bevor die ganze Geschichte hier irgendwie so ein bisschen runter geschlichen ist. Ja. Geploppt oder gesprungen, kann man ja nicht sagen. Und also hier oben dahin so halt zumindest mal, da wo die zwei Linien sind, also die, das ist 87, Quatsch, doch 878 und 883, 878, 883, also hier. Ziemlich genau eben. Aber wahrscheinlich
Das ist heute dann wirklich April und ich habe jetzt hier nochmal genau das Hoch und dann, aber warten wir mal ab. Paar Minuten haben wir noch. Vielleicht hat auch einer um 14:30 Uhr die falschen Zahlen rausgegeben. Jetzt um 14:45 Uhr kommen dann die richtigen. Und das war dann der April-Scherz oder so. Möglich ist ja alles, aber das gibt es nicht. Drei Punkte rauf und runter. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Ich wollte nur kurz auf eine Frage auch mal hier allgemein antworten, und zwar mal die Frage bezüglich des Spreads im DAO. Das war jetzt auch die ganze Zeit ein Punkt. Ich bin jetzt nicht dafür bekannt, auch in den Webinaren viel hier die Werbetrommel zu starten, aber Nö, kannst du, alles wir gut. sind ja wirklich sehr glücklich darüber, dass wir im DAO den Spread sehr stabil halten können, auch in solchen Marktphasen auch bei einem Punkt belassen können. Ja, ich habe tatsächlich zweimal dann hier das High erwischt, so wie es aussieht. Gut, könnte man jetzt trendtechnisch natürlich ganz klar sich sehen, sagen halt hier, ne, ich habe es hier mal kurz eingeblendet, ne, dass wir da halt einfach hier eine Welle nach unten gehen und halt hier jetzt einfach nur den Trend fortsetzen, aber halt hier Trend auf M1. Natürlich schon so ein bisschen skeptisch, ne? Also man kann natürlich dann auch hingehen, wenn jetzt Bewegung nach unten kommt, ja, wenn die jetzt irgendwie doch deutlicher sein soll, könnte man natürlich, wenn man schnell genug ist, aber es ist natürlich auch nicht ganz unriskant, die ganze Geschichte drehen, ja. Und dann vielleicht auch sogar vergrößert drehen. Aber da muss halt dann auch wirklich was kommen, weil das macht ja sonst irgendwie auch keinen Sinn. Ne? Aber das hier ist ein Gag, wirklich. Also hier so ein unfassbaren Pipi-Kram. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich gucke ich mir das Webinar heute Abend nochmal selber an, mache da Aufzeichnung und. Ach ja. Ja, Ja, auch im aber. Euro war es sehr Guck mal, ruhig. das. Ein Future. Punkt. Wir haben wirklich eine Kerze, die ist ein Punkt lang. Krass. Das Ding da. Einen einzigen traurigen Punkt und es kommt einfach nichts. Also ich wäre tatsächlich auch gewillt, ne, das Ding zu drehen, wenn der halt wirklich hier, mach den mal kurz weg, wenn er wirklich schnell genug und wenn ich halt sehe, dass das Volumen halt irgendwie dann auch zunimmt, also hier im Buch, so, warum ist der jetzt weg? Was habe ich denn da wieder übersehen? Habe ich wieder was übersehen? Was war das denn jetzt gerade? Das war doch jetzt nicht der Plan, Mann. Hier irgendwas falsch eingestellt. M2, das ist doch der. Egal. Irgendwas irgendwo verklickt. Aber das bringt ja halt irgendwie auch nichts, ne? So. Ja, hier kleines Neues. Also es ist noch irgendwie eine Minute, bis der M15 fertig ist. Man kann ihn natürlich, also das war jetzt hier gerade nur ein Versehen, ne? Ich wollte jetzt schon eigentlich gucken, was passiert, bis wir da unten sind. Ich weiß auch gerade noch nicht, warum er den zugemacht hat. Vermutlich habe ich den noch irgendwo anders auf. Versehentlicherweise. Sonst fällt mir da jetzt irgendwie auch nicht wirklich eine Erklärung dazu ein. So, jetzt kommt hier natürlich Bewegung, ne? Klar, ich bin ja raus. Ich mache den jetzt einfach nochmal. Das ist mir jetzt egal. Nur wegen dem Versehen. Aber ich gehe mal ganz kurz auf Pause. Sekunde mal bitte. Ich muss mal hier kurz nämlich noch was anderes aufmachen. Nicht, dass da jetzt wirklich irgendwas komplett gegeneinander läuft. Ich bin sofort wieder da. Muss hier einmal durchklicken, nämlich alles im Hintergrund. Um da jetzt wirklich auszuschließen. Ja, okay. Ja, der ist zweimal auf, tatsächlich. Oder? Ja, keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, aber ich habe es hingekriegt. Ich muss hier einen Chart loswerden. So, das war auch der Grund. So, das heißt, ich bin nochmal da. Ich bin ich habe den zweimal irgendwie geschafft, als aktiv aufzuhaben, noch auf einer anderen Kiste und deswegen sind die sich gerade ins Gehege gekommen und deswegen sah das Ganze, deswegen ist der jetzt zugegangen. Also es war kein Fehler im Stereo Trader, sondern es war mein Fehler. Aber es ist natürlich jetzt doof, ne? Ich habe jetzt natürlich hier durch diesen Fehler
Hat jetzt allein hier irgendwie 20 Punkte verloren. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, das sollte man jetzt dann bitte nicht unbedingt auch noch mitrechnen. Das muss jetzt nicht sein. So, wenn er jetzt hier auch, wollte gerade sagen, wenn er jetzt hier irgendwie mit ein bisschen Tempo durchkommt, dann könnte man natürlich auch hier oben nochmal irgendwie nochmal eine draufsetzen, aber da kommt ja einfach nichts. Da kommt ja einfach nichts. So, hier war mein ursprünglicher Entry. Ich mache da mal kurz eine Linie hin. Den mal kurz weg. Also, der war hier oben, das weiß ich. Ich habe vorhin irgendwie noch gezeigt. Aber das lohnt sich fast nicht, hier überhaupt irgendwie zu handeln. Das ist irgendwie totaler, das ist irgendwie ganz schön Zeitverschwendung. Aber gut. Was macht denn der? Ich gehe mal ganz kurz rüber aufs andere Bild. Meine Güte, jetzt laufen da mal 20 Punkte drauf. Das ist doch nicht mehr feierlich. Ich gehe mal ganz kurz nochmal auf das andere Bild. Gucken, was der hier treibt. DAX stellt sich tot. Oder? Ja. Ist nichts. Auch nur so ein bisschen. Naja, wohl. Geht ja eigentlich noch. Aber hier halt komplette tote Hose. Nix. Einfach nix. Krass. So, gehen wir nochmal rüber. Also, was machen wir denn jetzt? Kann vielleicht irgendeiner irgendwas aus dem Buch vorlesen? Ich möchte dann hier nicht. Also, ich habe ja irgendwie, wann war das? Im letzten Live-Trading, letzte Woche war es ja auch irgendwie so. Also, beziehungsweise das vorletzte Mal und das vorvorletzte Mal, ja. Ist der DAX ja förmlich ausgetickt, ja. Und ich habe irgendwie Short gesucht und das Ding hat den längsten Long-Move in der ganzen DAX-Geschichte gemacht, ja. Also auch in der Form vom ganzen Tag danach. Es gab noch nie eine Geschichte vom DAX, so eine Distanz zwischen Open und Close bei einer Ausbruchsbewegung, ja, also einer Long-Ausbruchsbewegung. Und ich habe Short gesucht. So, das ist natürlich statistisch, brauchen wir da gar nicht drüber reden, ja. Das ist also, das war der größte nicht annehmbare Fall, der da halt eingetreten ist, den habe ich dann im Live-Trading gehabt. Also damit kann einfach kein Mensch rechnen. Das ist einfach Quatsch, ne? Und dann war halt irgendwie, und davor war es auch schon irgendwie auch komplett irgendwie nur in eine Richtung gelaufen. Und dann bei der letzten Woche war es dann so, dass halt irgendwie der Markt komplett eingeschlafen ist. Ja, ich dachte, das kann doch alles nicht sein, ne? Also waren dann zwar irgendwie, glaube ich, drei, vier Trades, die dann halt irgendwie rausgesprungen sind und auch alle gut gelaufen sind, ja. Aber immer so diese Extreme. Ich würde mir einfach mal wieder einen normalen Markt wünschen bei meinen Webinaren, um einfach mal normal zu handeln. Und wo man dann auch irgendwie zumindest nachher sagen kann, so, hey, siehste, das habe ich falsch gemacht, das habe ich richtig gemacht. Und weil der Markt hat dieses gemacht und der Markt hat jenes gemacht. Ne? Aber hier, wenn ich das nachher zumache, oder beziehungsweise so zumachen muss, da kann ich ja nur sagen, also ich weiß gar nicht genau, was ich richtig oder falsch gemacht habe. Der Markt hat nämlich einfach gar nichts gemacht. So, was soll ich daraus ableiten, ne? Also, dass wir bei NFPs so eine unfassbar armselige Bewegung haben, das ist garantiert auch, würde man das jetzt irgendwie messen, wirklich an einer ATR im M1, ich würde wetten, ja, dass wir hier einen historischen Rekord heute haben. Also nach unten natürlich, ne? In Bewegungsarmut. Jede Wette. Also das, ich handle die NFPs live seit keine Ahnung wann, ja, seit Jahren, auch schon lange bevor wir diese Webinare hier gestartet haben, ne? Und da eigentlich immer irgendwie immer gut mit klargekommen. Habe da auch von daher natürlich auch alle NFPs gesehen und habe das auch wirklich sehr, sehr gut da halt dann auch einfangen können, ne? Aber das hier erkenne ich noch nicht. Ja, also Herr Heiko sagte zum Beispiel, das Add-on zeigt Short-Term. Also so, kommt jetzt was nach unten oder immer noch nicht. Beziehungsweise nach oben wäre, bin ich ja auch. Ich bin ja bei allem mit dabei. Hauptsache es kommt irgendwas, ja. Also hier jetzt mit der VA, da würde ich mal kurz Füße stillhalten. Da lasse ich dem jetzt auch mal ein bisschen Luft.
wenn wir da unten hinkommen sollten. Ne? Wir haben natürlich jetzt hier im M1 haben wir natürlich jetzt hier einen Abwärtstrend, ne? Keine Frage. So, wir kleben genau jetzt, aber erstmal da unten. So, und da ist jetzt die Frage, kommen wir mit dem Volumen wirklich da unten raus aus der Value Area? Und da würde ich hier mal so ein bisschen dagegen hauen. Also, weil wie das gehen soll, weiß ich nicht. Ja, das wäre dann jetzt auch eine gute Gelegenheit von hier aus, wenn er da unten nicht rauskommt, hätten wir natürlich jetzt auch direkt nochmal einen Long hinpacken können, aber ich bin hier mal kurz zurückhaltend, weil mir das alles sehr, sehr nicht geheuer ist, was der Markt da macht. So, und das heißt, jetzt, wenn wir hier unten nicht rauskommen, und dann wäre das auch eine Gelegenheit von hier dann das letzte Hoch dann rauszunehmen und dann endlich da oben wieder auf Anfang zu laufen, ja. Also, so, der wäre natürlich schön gewesen hier, ne? Also, den, ich habe ihn ja genannt und vorhin lag ja auch die andere Order dort. Also von daher ist diese Überlegung, würde ich mal behaupten, die war jetzt dann schon, glaube ich, erstmal auch recht wertvoll. Wenn der Markt so wenig Volumen hat und wenn uns da nicht wirklich einer komplett auf die Schippe nimmt, dann sollte der eigentlich vom VAL dann wieder zurück in die Mitte finden wollen. Und deswegen gebe ich auch hier auf den Trend jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, sondern würde dann tatsächlich eher sogar, wenn das jetzt hier wirklich, wenn man jetzt hier sehen sollte, ey, da unten kommt nichts mehr nach und das bisschen, was da oben dann reingegangen ist, irgendwie an Short-Positionen vielleicht noch drin ist, fliegt dann halt vielleicht auch, ne? Das wäre dann zumindest mal eine Chance. Auch wir, wenn hier der M15 jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig nach Long erstmal aussieht, das heißt aber erstmal im Zweifelsfall auch nichts. So, schöner wäre sogar gewesen, wenn wir da so nochmal sogar kurz drunter gekommen wären. Ne? Also hier an hier Öffnung sogar vom Daily, da unten Future Open. Wäre eigentlich sogar netter gewesen, aber okay. Wir gucken mal. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwie zumindest bis um 15 Uhr hier noch irgendwas sehen werden, wo man dann halt irgendwie auch drauf mitreiten kann. Wenn nicht, dann I can change it. So, und ihr so, alle eingeschlafen? Was, wo, was jetzt? Ja. So, ich weiß gar nichts mehr zu sagen. Vor lauter Wohler-Explosion. Ja, Chat ist auch ungewöhnlich ruhig. Ja. Das Trendtool, also hier unten, ne, den Flux, den kann man tatsächlich eigentlich schon kaufen, aber wir haben da noch irgendwie, das ist so eine Kleinigkeit, die wollte ich eigentlich noch gelöst haben, bevor wir da jetzt anfangen, die Werbetrommel zu rühren. Also wir sehen es ja am Dienstag, glaube ich, nochmal, Nelson, oder? Im Live-Trading. Ja, korrekt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und bis dorthin sollten wir das eigentlich haben. Brauche ich mal irgendwie den Timo auch nochmal dafür. Der war nämlich die Woche nicht da. Beziehungsweise seit Mitte letzter Woche. Warum? Das darf er selber im Webinar erzählen. Hat auf jeden Fall einen schönen positiven Grund gehabt, mal eine Woche nicht da zu sein. Nelson, weißt du es? Ich weiß nicht, ob ich es richtig mitbekommen habe, aber falls es das ist, dann richte natürlich meine Glückwünsche aus, bitte. So, ja, der Lutz hat recht. Also, ja, ne, also, ja, ich bin sprachlos. Ich bin einfach wirklich nur sprachlos über diesen Markt. Jetzt steht er ganz. Jetzt haben wir hier 5 Minuten vor 3 und kommt überhaupt nichts mehr. Also, ich meine, der war ja den ganzen Tag schon recht ruhig, ne? Das ist ja auch okay vor den NFPs. Deswegen hätte ich aber eigentlich erwartet, dass die Geschichte hier mal ein bisschen rabbelt und nicht sowas. Ey. Unfassbar. Komplett unfassbar. Aber gut. Wenn es auch dann jetzt hier mit den kleinen Positionchen dann halt eben nichts war, aber die Einschätzung für, ja, was halt der Markt heute insgesamt machen sollte, die bleibt ja dann unverändert erstmal stehen. Ne? So, und
Und auch das hier wäre schon wieder so ein gefundenes Fressen eigentlich für den Kassamarkt, ne? Dass halt einfach hier nichts da unten kommt, dass die Kasse, wenn die aufmachen gleich um 15:30 Uhr, dass ihr erstmal da unten wieder kaufen, das Ding dann halt eben dann nochmal bis tatsächlich dann halt hier oben an die rote Zone raufprügeln und wir ab dann halt ganz gemütlich runterrutschen bis ins Wochenende. Das könnte schon dann jetzt passen, ne? Das könnte schon passen, weil, wie gesagt, was das bisschen, was hier an Volumen heute gelaufen ist, das ist ja mit einer großen Order, ist es ja rausgetreten aus dem Markt, ne? Aber ja, was ist der Unterschied zwischen den beiden H1 im Live-Chart? Also ich habe halt hier, das Setup heißt Short-Term. Das heißt einfach nur die kurzfristige Betrachtung, ne, die sich jetzt gerade irgendwie ergibt. Und das andere ist ja halt, es sind langfristige Levels. Und die hier ist halt einfach nur kurzfristiger angelegt. Und daher kommt das. Deswegen sind die beiden da unterschiedlich. So, aber ich glaube, ich werde den Teufel tun, jetzt hier die Position schließen oder halt irgendwie aufs Biegen und Brechen hier im Webinar fertig machen, weil das ist, glaube ich, ziemlich aussichtslos. Also ich würde behaupten, dass wir da jetzt vor der Markteröffnung nichts mehr großartig gerissen kriegen, dass der Markt das auch nicht schafft, hier unten drunter sich zu etablieren. Hinlaufen, kurz mal gucken, was da los ist, ja. Aber wie gesagt, wenn da jetzt nicht gleich wirklich Riesenschweinerei kommt, ne? Also jetzt hier wirklich einer, der es dann jetzt doch komplett unten durchdrückt. Und wenn das Volumen so bleibt, dann wäre eigentlich so wirklich mein Tipp, so hier unten ein bisschen rumstochern und dann wieder rauf auf Anfang ziehen, hier oben auf die 900 und dann eben hoch bis zur 930, was ja das erste Rücklauflevel eben gewesen wäre und dann halt mal sehen. Also glaube ich nicht, dass der hier negativ endet, ehrlich gesagt. Aber gut, da braucht man jetzt im Zweifelsfall dann ein bisschen mehr Geduld als sonst. Und aber hier innerhalb der nächsten 2 Minuten wahrscheinlich ziemlich chancenfrei, ne? Dass da jetzt halt irgendwie gleich eine lange Kerze nach oben kommt. Ich glaube, die Hoffnung kann man hier kurz vergessen. Also wenn man natürlich jetzt sagt, ey, boah, nee, das ist irgendwie nicht mein Markt. Also meiner ist es auf keinen Fall, ja. Aber auf der anderen Seite, ich werde jetzt eh noch eine Zeit lang halt hier sitzen an meinem Arbeitsplatz und dann deswegen lasse ich die jetzt auch einfach mal auf. Es ist auch jetzt natürlich unnötig, die halt dann ins Minus zu schließen und dann halt einfach ein bisschen Geduld mitbringen und dann ist gut. Das ist ja gut. Also bleibt mir so ein bisschen die Spucke heute weg. Gucke jetzt mal kurz noch, wie die Stunde endet und da muss man nachher halt mal sehen, ob die restliche Betrachtung dann so passt. Wird man dann irgendwie ab 14 oder 15:30 Uhr sehen, bis halt dann 16 Uhr. Und in der Regel hat das ja eigentlich immer gepasst. Also bei den NFP-Webinaren war halt schon manchmal ja auch so, dass man dann im Webinar selber hat erstmal die Richtung nicht, die Impulsrichtung war dann ein bisschen schwierig, aber es hat dann tatsächlich. Jetzt aber nicht eine Statistik geführt, aber ich würde mal behaupten, tatsächlich, dass es im Nachhinein doch in den fast allen Fällen dann auch gepasst hat zu dem, was dann vorher, also was ich vorher gesagt habe, ne? Also wo die Grenzen da meines Erachtens liegen. Also sowohl für den Daily jetzt generell, aber eben auch für das, was jetzt nachher der Kassamarkt dann halt entsprechend machen sollte. Von daher kann man sich das ruhig mal angucken. Also das heißt also nochmal, ich gehe nochmal ganz kurz hier zurück auf das große Bild. 15 Uhr ist jetzt, die Stunde ist vorbei. Aber hier kriegen wir wahrscheinlich jetzt gleich nochmal einen kleinen Rücklauf da oben hin, auf den hier, wo gerade die traurige Position liegt. Oder setzen erst unten an und laufen dann nochmal zurück. So. So, ich gehe nochmal kurz rüber. Ich setze hier mal wirklich einen drauf, damit hier mal so ein bisschen was passiert. So. H1, also Daily nochmal. Ne, das heißt also grundsätzlich von der Bewegung runter ist okay, aber nicht ohne hier oben ein bisschen Luft zu holen, nochmal ein bisschen Anlauf zu holen, um nochmal halt diesen Außenstab, den wir halt
im H1 sehen, nämlich diesen hier. Der darf schon nochmal irgendwie ein bisschen höher angetestet werden und dann von hier aus dann bitte gerne dann irgendwo von der Oberseite dann halt darunter. Der kann natürlich auch hier oben ein Stück drüber gehen oder nicht ganz bis rauflaufen, aber das wäre halt schon so grundsätzlich meine Richtung von dem Markt her. Jetzt muss man halt nur gucken, was die Kasse draus macht. Ich würde wirklich fast tippen, dass die einmal schweinig nach oben laufen und dann halt nach unten rausfallen. Aber es ist jetzt nur eine Vermutung, aber eben darauf gestützt, dass das Volumen insgesamt sehr, sehr dünn ist und eigentlich dazu einlädt, hier einmal durchzufegen, ne? Und einmal sauber zu machen, damit danach alle keine Lust mehr haben und dann halt wieder Ruhe im Karton ist. So, hier irgendwas passiert, wahrscheinlich nicht, ne? Also, sieht es ja hier schon an der Stundenkerze, dass halt einfach komplett tote Hose da halt irgendwie ist. Ich würde es halt hier nur versuchen, gehen wir mal zurück. Also ich würde halt hier nur versuchen, einmal bis hier rauf, dann oben und dann ist gut. Ne? Also weiß so ein bisschen, was sollte da schon kommen und wahrscheinlich dann jetzt nur eben zeitlich ein bisschen verzögern. Aber ist doch ist okay. Also natürlich ein bisschen, ne, unschön, wenn es halt, was heißt unschön, wenn halt man sich entscheidet, heute mal die lausigsten NFP Marktbewegungen zu haben, die es je in der Geschichte von den NFPs gab, dann ist das halt Pech, ne? Kann man ja nichts dran ändern. Von daher kann ich auch nicht sagen, das ist unschön. Das ist, oh, macht nichts, ne? Also, ich kann auch nachher mal gucken, vielleicht kriege ich den auch noch in der Gruppe gepostet, dann kann ich ja mal sehen, was dabei rauskommt. Gut, ansonsten mache ich jetzt an der Stelle erstmal dicht hier und hoffe, ihr konntet trotzdem was damit anfangen. Und ich konnte meinen Teil dazu beitragen, dass wenn der Markt schon so langweilig ist, dass zumindest das Webinar nicht ganz so langweilig ist und konnte euch so ein bisschen halt hier die Zeit süßen. Gut, in diesem Sinne würde ich dann nämlich mal sagen, hat Spaß gemacht, auch wenn der Markt stinkelangweilig gewesen ist, aber wir sehen uns am Dienstag wieder. Und Nelson, bist du dann da oder macht das dann einer von deinen Kollegen? Voraussichtlich wird der Florian das machen. Ah, okay. Außer Super. du sagst, ich möchte bitte, bitte, dass du dabei bist. Auf jeden Fall. Immer. Das, Na die dann. Frage, du brauchst ja gar nicht erst zu stellen. Ich habe nichts gegen den Florian. Also lieber Florian, ne, wenn du guckst. Nee, das ist so natürlich nicht gemeint. Ne? Aber ich würde es gar nicht weiter ausführen. Ne? Also bevor ich hier irgendwelche falsche Annahmen irgendwie in die Welt streue. Aber ich glaube, das hat dann auch so, darf man aber schon so sagen, wir machen das ja schon so lange zusammen, freue ich mich Das natürlich dann, stimmt. aber freue mich natürlich auch über den Florian, das ist doch logisch. So, in diesem Sinne wünsche ich euch alle ein sonniges Wochenende, sofern die Sonne noch irgendwann sich entscheidet, rauszukommen. Und ja, entschuldige mich in aller Form für den Markt, für den ich natürlich nichts kann, aber ist dann halt so und am Dienstag schauen wir dann mal weiter und dann können wir mal vielleicht auch mal gucken, was dann im Endeffekt tatsächlich dann hier da rausgekommen ist. Der Nelson hat sehr gerne das letzte Wort. Ich sage tschö aus Kalifornien. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Super, vielen Dank, Dirk. Hat mir auch wieder Spaß gemacht, mit dir im Webinar zu machen und auch, wie gesagt, wenn der Markt das ein bisschen anders gesehen hat heute. Aber nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank. Wir sehen dich am Dienstag mit Bademantel und ich wünsche natürlich allen Teilnehmern ein schönes Wochenende, noch einen schönen Handelstag oder erfolgreichen, besser gesagt. Und hat mich sehr gefreut, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Und ja, dann hoffentlich bis Dienstag. Ich tue mein Bestes, dass ich auch dabei bin. Also bis dahin, alles Gute, tschüss. Oh.